sind im DS Hub. Das ist unser Hub, wo wir das Innovationscenter organisieren, wo wir Veranstaltungen machen, wo wir Hackathons machen, wo wir Inkubatoren organisieren. Und heute haben wir ein Kids-Wochenende, wo die Kinder uns gezeigt haben, die Treso-Kids, wie die Zukunft ausschauen kann. Was wir erwarten, ist so ein bisschen einfach die Power, die Dynamik von den Kids einfach mitzukriegen. Und ich bin mir sicher, dass da eine ganz besondere Stimmung entsteht, ein gewisses Knistern auch entsteht, weil wir merken, hier ist wirklich jetzt Zukunft am Start. Das wird nicht geordnet, das wird nicht strukturiert, das wird nicht A, B, C, D, sondern es wird wild. Und das ist das, auf was ich mich wirklich am meisten freue. Wir versuchen hier einfach praktisch neue Ideen zu entwickeln, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. Wir machen eine App, wo wir halt die Schulen die Bücher digital haben können. Also wir bereiten gerade unseren Pitch vor, wie wir es dann präsentieren wollen. Ich bin Mentor bei den Next Entrepreneurs. Ich helfe den Kids also, ihre Ideen zu entwickeln. Und das finde ich auch das Spannende dran, einfach mal aus den täglichen Projekten, wo ich unterwegs bin, mal eine ganz andere Herangehensweise dieser Kids kennenzulernen. Was können wir von den Kindern lernen? Das war wahnsinnig zu sehen, wie die innerhalb von 2,5 Tagen jetzt Ideen formuliert haben und die auch ausgearbeitet haben. Also die Fragen gestellt haben, welches Problem muss ich lösen? Wie kann daraus ein Geschäftsmodell werden, was tatsächlich auch Geld verdient? Das heißt, genau das wollen wir ja auch machen im Innovationscenter. Ideen testen, Ideen prüfen in einer möglichst kurzen Zeit, um zu schauen, ob die Idee valide ist und ob man mit der Idee tatsächlich auch in neue Geschäftsmodelle kommen kann.